Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Subnautica. So, wir wollen das Schiff hier erkunden. Ja, doch, wir wollen das Schiff hier erkunden. Letztes Mal haben wir es... Ah, okay, ich habe doch Sound, okay. Letzte Folge haben wir es ja hier strahlungsdicht gemacht. Wir werden... Wir werden auf jeden Fall keiner Strahlung mehr ausgesetzt sein. Außer das Ding fliegt aber irgendwann komplett in die Luft. Ja, geil. Das heißt, so gut wie alles auf diesem Schiff ist hin. Oh ne, da sind meine Freunde. Alter Schwede, die sind hammer eklig, die Dinger. Hallo? Ich hab dich gehauen. Wow. Stirb. Boah, ist das eklig. Ist das eklig. Signal. Erste Hilfe. Hitzesignatur, geil. Ich schau, da gucken wir uns. Oh! Nicht dein Ernst. Ah, okay, da kommt man wieder hoch. Alter Schwede, sind das viele. Erstmal Gefahrenbereich hier eindämmen. Lol. What the fuck? Okay, mein Schwert ist gerade, also mein Messer ist gerade kaputt gegangen. Heißt, ich muss jetzt Ausweichmoves machen hier. Oh je. Maximaler Stress. Oh, Alter. Komm ich jetzt wieder weg? Zisch ab. Hitzesignatur. Komm, weißt du, wir haben hier eh, glaube ich, alles am Schiff ausgeräumt. Mehr gibt es hier gar nicht zu holen. Und geleite ich mich jetzt hier wieder, wandere ich jetzt mal zu meiner Seemotte zurück. Das Schiff ist mir eh nicht so ganz geheuer hier. 1,8 Kilometer unten auf dem Boden. Was wir da wohl finden werden, ey. Ich hoffe, so tief kommt meine Seemotte. Da ist sie. Oh, scheiße, da waren doch... Oh, warte mal, muss ich aber erstmal hier mir einen genehmigen. Diese scheiß Seemond-Fragment. Ich möchte gerne was für den Zyklopen finden hier. Oh, Silbererz, bam. Erstmal Luft schnappen hier. Da ist ein Fragment, das will ich noch mitnehmen. Und wieder runter. Wenn es auch wieder ein Seemottenfragment ist, ne? Jawohl. Sag mal, kann es sein, dass hier nur noch Seemottenfragmente rumfliegen? Gibt's ja nicht.
Oh, da sind die Scheißviecher. Auf die habe ich jetzt. Ja, mal sogar. Oh, der hat mich gesehen. Gas, 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 Gas. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Emergency, 10 seconds of oxygen remaining. Welcome aboard, Captain. Ja, erstmal ein bisschen Energie hier aufladen. Oh, scheiße. Meine Seemod hat keine Energie mehr. Oh, das ist ein richtig... Das ist ein richtig guter Ort, hier um stehen zu bleiben. Ah, warte mal. Kann ich hier nicht irgendwie noch... Wie kann ich denn hier... Energiezellen austauschen, so. Alles klar. So. Die Korre hat Saft. Guck mal, wie weit wir kommen. Da ist das letzte Triebwerksteil. Und stopp. Nice. Schon mal nächste. Ich hätte aber trotzdem gerne mal langsam den Zyklopen hier. Okay, ist hier doch nicht alles Seemottenzeugs. Auch wenn sich ziemlich im Sand verläuft hier. Alter Schwede. Caution. Passing safe depth. Wie cool ist das denn hier? Da ist noch ein Ei. Nein, wieso? So, dieses Passing Safe Death ist halt dafür da, dass wenn du jetzt zu kurz angetischt wirst, du direkt Schaden in deiner Seemotte bekommst. Die ist für solche Tiefen nicht ausgelegt. Ja! Nice. Deswegen denke ich mal so, wir werden jetzt hier erstmal hart auf... Ich würde echt gerne den Zyklopen finden. Oder ein paar Aufrüstungsmodule für die Seemotte. Aber wir finden ja schon gut Stuff, auf jeden Fall. Also nach da ganz unten habe ich mich wohl verschätzt, da werden wir wohl nicht hinkommen können, leider. Wo waren das jetzt hier nochmal? Die...
Signal. Na egal. Dümpeln wir mal weiter hier durch. Mal schauen, ob wir noch der dritte Teil vom Druckkompensator finden. Würde mich natürlich sehr freuen. Alter Schwede, die Texturen, die haben es aber noch, ey. Da. Ja, ja, Fisch. Fisch. Ist gut. Ja, perfekt. Boah, wir können das Ding schon voll aufrüsten, wenn wir es endlich gefunden haben. Wenn man jetzt hier nicht mal guckt. Baupläne. Zyklop braucht nur noch ein Ding. Ja? Die Frage ist nur, wo man das findet. Könnt ihr auch mal ruhig in die Kommentare schreiben, wo man noch hier... Wo ich noch... Oder ruhig Tipps geben. Was gibt's hier noch so? Druckkompensator brauche ich jetzt dann auch nicht mehr. Klasse. Aber egal, das macht dem Ding nichts. Ich muss sagen, in der Nacht ist das nochmal eine ganze Ecke anders. Was haben wir denn hier? Und stopp. Ja, den kann ich nämlich überfahren, wenn er noch hier so im Gleitdings ist. Ja, Druckkompensator, geil. Ah, und was ist das? Auch. Und das? Oh komm schon, ich brauche nur noch einen Teil für meinen Zyklopen. Nicht den Druckkompensator. Das Ding im Allgemeinen. Uiuiui. Alter Schwede, die Geräusche in der Tiefe bei Nacht machen dich echt fertig. Nein. Was ist das denn? Kreaturen-Allgäu. Die Hitzesignatur, die interessiert mich echt, aber dafür brauchen wir echt besseres Equipment. Ach so ein Ding. Ist das so einer? Das wäre ganz schön awesome. Okay, Leute. Da, den hole ich mir noch. Oder war ich da schon dran? Egal, wir gucken mal. Druckkompensator, Mann. Kann nicht wahr sein. Okay, erstmal wieder zurück. Das hat hier so keinen Sinn. Jawohl. Weiße. Da kann man eigentlich auch noch mal rein, ne? Guck mal, da kann man so noch Sachen scannen. Schubkanonenfragment, geil. Moins.
Okay. Oh, ein Bilderrahmen. Nice. Dauert gar nicht lange, habe ich gehört. Oh nee, Mann, das schaffe ich nicht. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Schwimmen schneller. Welcome aboard, Captain. Alter, das Ding gerade angegriffen. Du kleiner Kackfisch. Das könnte das Objekt der Begierde sein. Ganz schnell mal gucken. Scan das Ding. Oh Gott sei Dank. Alter Schwede. Alter Schwede. Was haben wir hier? Oh, den habe ich auf Back gemacht aus Versehen. Simon. Oh, geil. Base Upgrade, geil. Kann ich mir jetzt so eine Modifizierungsstation basteln hier an dem Teil? Das testen wir direkt aus. Komm, wir haben noch ein paar Minuten. Fahren wir erstmal zurück und testen das. Oder was haltet ihr davon? Ja, obwohl ihr habt eigentlich gar keine andere Wahl, ne? Aber den gucken wir uns noch hier an, den Kollegen. Und zack. Ja, den brauchen wir nicht mehr. Das ist quasi so wie Taucher heute haben, wo die sich dran festhalten. Weißt du, wenn die unter Wasser sind, damit die schneller vorwärts kommen. Das ist so ein kleiner Roboter, ist halt mit so einem Propeller. Damit die nicht so viel strampeln müssen, aber das bringt uns nichts, denn wir haben schon ein kleines Mini-U-Boot. So. Jo. Erstmal die Eier ablegen. Jawohl. Wir haben zwei von diesen geilen Viechlis. Cool. Aber erstmal. Okay, das sollte man vielleicht jetzt hier nicht, dass die irgendwie verbuggt sind oder so. Wow. Hier siehst du auch gar nichts, ne? Dass die irgendwie pulsieren oder so. Wir sind einfach nur da. Okay, cool. Na egal, abwarten und gucken, was passiert. What the fuck, warum haben die denn keinen... Keine Nahrung wieder aufgefüllt, so richtig. Darauf muss ich erstmal einen nehmen hier. Na, geht doch. Sieht doch schon besser aus. Batterie, Energieeffizienz, Aufrüstungsmodus. Recycelt Abwärme um die Antriebseffizienz um 15. Okay, cool. Wenn man überhaupt mehrere Fische in einem Aquarium haben kann, aber wäre traurig, wenn nicht. So, dann schauen wir doch mal, was wir für unsere Seemottenmodifizierungsstation. Moment. Gibt's da, habe ich sowas schon? Andockbucht? Nicht? Würde mich ja wundern. Nein, anscheinend echt nicht. Senkrechtes Bindeglied. Geil.
Nö, hab ich nicht. Cool. Alles klar. Titan müsste ich haben, ne? Jawohl. Dann wollte ich jetzt mir hier was testen. Okay, das ist so ein Ding. Das ist auch so ein Ding. Emergency. 10 seconds of Ja, oxygen bla bla. remaining. Blablablup. So, an die Dinger. Nein. Guck mal, wieso kann ich das denn an die Teile dran machen? Was sagst du dazu? Okay, pass auf. Fünf Titan fehlt noch. Ach, kriege ich sie zusammen. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ja! Ich habe gerade keine Zeit für so ein Shit. Pass auf, da schwimmen wir einfach. Ach nee, wir sind schon bei der Zeit, alles klar. Ja gut. Wie es weitergeht, liebe Freunde, seht ihr dann in der nächsten Folge von Subnautica. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.